Herr Hofer, was trägt Herr Tefei zur smarten Ausbildung der Schülerinnen bei? Ja, danke, erstmal schöne Grüße von CSAD in Wien nach Linz. Wir haben nichts anderes gemacht, als wir eine Technologie gebaut, die junge Menschen, Schüler und Schülerinnen hilft, sich gegenseitig zu finden und gemeinsam zu lernen. Und wir verwenden Technologie jetzt nicht als soziales Netzwerk wie Facebook und andere, die damit Geld machen wollen und Werbung schalten und Daten verkaufen, sondern wir wollen auf Technologie für was Positives und Sinnvolles verwenden und so probieren wir jugendliche Schüler und Schülerinnen, wie ihr seid, zu stärken, um die, die gut sind, mit denen wir Hilfe brauchen, zusammenzubringen, um gemeinsam zur Schule zu kommen. Vielen Dank für Ihre Antwort. Herr Borbeck, auf welche Weise erleichtern smarte Technologien von Philips den Alltag? Genau, wir bei Philips haben uns ganz klar zum Ziel gesetzt, die Welt durch unsere Innovationen nachhaltiger und auch gesünder zu machen. Deswegen sind wir ein reines Gesundheitsunternehmen mittlerweile. Und smarte Technologien, wir sprechen da vom Gesundheitskontinuum, das heißt im Prinzip von der Vorsorge einem gesunden Leben, wie zum Beispiel durch innovative Küchengeräte, die fettfreies Essen erlauben, oder auch vernetzte Zahnbürsten, die dir genau zeigen, ob du deine Zähne gründlich putzt, bis hin dann natürlich bei der Diagnose und Versorgung von bereits Erkrankten, das ist im Intensivbereich zum Beispiel oder bei der bildgebenden Geräten in der Medizin, im Krankenhaus ganz klassisch, und auch die Nachversorge, die wir auch hier im CSAD kennenlernen, also innovative Pflegekonzepte für zum Beispiel Ältere oder eben im gesünder werdenden häuslichen Bereich. Dankeschön.